Moin ihr Lieben, ich bin Liz. Hier auf meinem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um die Themen Do-it-yourself, Nähen und Upcycling. Und heute möchte ich gerne mit euch T-Shirt-Garn bzw. Jersey-Garn selber machen. Vielen Dank erstmal an euch, denn zu diesem Video habt ihr mich inspiriert. Und zwar haben wir im letzten Video Behelfsmasken genäht. Ich lese immer alle Kommentare und ich habe zwei Kommentare gelesen zu demselben Thema, was mich zu diesem Video hier inspiriert hat. Und zwar sind aktuell ja Gummibänder ein bisschen schlecht zu kriegen, beziehungsweise sind Gummibänder vielleicht auch gerade einfach nur unnötig teuer und ihr habt empfohlen, dass man eben auch super gut statt Gummibändern Jersey-Nudeln nehmen kann. Jetzt wussten nicht alle, was Jersey-Nudeln sind und dann dachte ich, hey, machen wir doch gleich ein Upcycling draus. Jersey-Garn müsst ihr nicht unbedingt kaufen, sondern könnt es super einfach selber machen und zwar aus alten T-Shirts. Und genau das machen wir heute und zwar mit so wenig Müll wie möglich. Das ist alles, was bei meinem T-Shirt-Upcycling übrig geblieben ist, also so ein kleines Häufchen Fäden und ja, Saumschnipselchen. Und der Rest meines T-Shirts wurde komplett zu Garn verarbeitet und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt ein altes T-Shirt von mir, das hat auch schon ein paar Löcher, das macht aber überhaupt gar nichts. Das kann man trotzdem noch super gut zu Jersey-Garn verarbeiten. Wenn ihr ein etwas weiteres Shirt habt, bekommt ihr natürlich nochmal mehr Garn raus. Um möglichst viel des Materials zu verwenden, habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, alle Säume erstmal zu öffnen. Und ich habe wirklich an diesem kleinen Saum hier gestruggelt, weil das nämlich angenäht und dann nochmal versäubert wurde und es war viel zu viel Naht. Das habe ich auf der einen Seite getrennt und auf der anderen Seite habe ich mich dann aber dafür entschieden, einfach diese dicke Wulstnaht einmal abzuschneiden. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller und die Zeit könnt ihr euch auf jeden Fall auch sparen, wenn ihr merkt, dass da so richtig dicke Nähte sind, die den Stoff zu sehr durchlöchert haben. Weiter geht's mit dem größten Teil, aus dem ihr das meiste Garn herausbekommen werdet. Und zwar dieses untere Teil, das könnt ihr einmal abschneiden. Also einmal doppellagig von dem einen Armloch zum anderen Armloch durchschneiden. Der Saum hier unten am T-Shirt war deutlich einfacher zu öffnen und den kann man auch super noch weiterverwenden. Und dann kann das T-Shirt einmal zusammengeschlagen werden. Jetzt zeige ich euch einen guten Trick. Und zwar könnt ihr beim Zusammenlegen des T-Shirts das Unterteil noch 2 cm vorschauen lassen. Und dann könnt ihr anfangen, das T-Shirt vom Bruch aus in 2 cm breite Streifen zuzuschneiden, aber nur so weit, bis ihr die erste Lage durchschnitten habt. Die untere Lage des T-Shirts sollte noch diese 2 cm geschlossen bleiben. Das macht ihr bis zum Ende des T-Shirts und dann habt ihr so eine wunderschöne Fransenkette. Jetzt kann das T-Shirt einmal geöffnet werden, also so, dass dieser Bruch geöffnet wird. Und jetzt könnt ihr von dem ersten Einschnitt schräg zum zweiten Einschnitt rüberschneiden. Und hier unten an dem ersten Startpunkt könnt ihr sozusagen einmal von der Kante die erste Einschnittstelle durchschneiden. Und dann habt ihr euer erstes Band. Also damit bekommt ihr das sozusagen hin, dass es immer so ein bisschen versetzt wird. Und ein durchgehendes Band entsteht. Es macht auch überhaupt nichts, wenn da so eine kleine Stufe entsteht, weil wenn ihr den Jersey ausstretcht, rollt er sich eh zusammen und bildet so eine einheitliche kleine runde Wurst. Das ist also das längste durchgehende Stück, was wir aus unserem T-Shirt rausbekommen können. Und das könnt ihr jetzt einmal stretchen. Also an den Nähten solltet ihr immer ein bisschen vorsichtig sein, dass es da nicht reißt. Aber ansonsten könnt ihr da gut einmal Zug drauf geben, damit ihr wirklich so eine gerollte Wurst erhaltet und das Ganze könnt ihr dann einmal eng zu einem Knäuel zusammenrollen. Weiter geht's mit diesem gerundeten Reststück vom Saum. Der kann auch ganz einfach zu 2 cm Streifen zugeschnitten werden und zwar immer im Zickzack. Also hier könnt ihr einfach einen 2 cm breiten Streifen zuschneiden, kurz vorm Ende einmal aufhören und dann von der anderen Seite in 2 cm Abstand wieder einschneiden, vom Ende aufhören, wieder drehen und so weiter und so fort, so dass so eine kleine Zickzack-Ziehharmonika entsteht. Ein super Tipp, um zwei Enden möglichst flach miteinander zu verbinden, ist, dass ihr das Ende einmal in den Bruch legt und ein kleines Löchlein reinschneidet. Das mache ich auf der einen Seite des Endes und auf der anderen Seite auch. Dann wird das eine Band durch das eine Loch gefädelt und ein bisschen durchgezogen und das zweite Band dann durch das entsprechend andere Loch einmal komplett durchgezogen. Und dann kann dieser Knoten oder diese Verbindung zusammengezogen werden. Und es ist ein bisschen dünner als ein doppelter Knoten und damit auch ein bisschen unauffälliger später.
Und mit dieser Technik könnt ihr natürlich alle offenen Enden einmal miteinander verbinden, damit ihr ein großes Knäuel erhaltet. Ihr könnt, wie gesagt, aber auch gerne einfach einen Knoten reinmachen. Auch das restliche Oberteil können wir noch super verwerten. Dafür schneide ich als erstes einmal die Ärmel ab und verschneide die Naht so ein bisschen so, dass man diese dicke Wulst hier eben auch nicht mehr hat. Das Halsausschnittbündchen können wir auch einmal abschneiden und dann können wir hier oben das Teil im Zickzack zuschneiden, also so, dass immer 2 cm vor Schluss einmal gestoppt wird. Und das mache ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ganz genauso. Also immer Wechsel, 2 cm zuschneiden, 2 cm noch dran lassen und dann kann das Ganze ausgestretcht werden. Beim Ausdehnen des Jerseys müsst ihr besonders bei den eingeschnittenen Kanten ein bisschen vorsichtig sein, weil sie relativ schnell reißen können. Den Ärmel könnt ihr so einmal in den Bruch legen und dann übereinander schlagen, also wieder so, dass unten die Saumlinie stimmt und dass der Ärmel unten 2 cm noch vorschaut. Und dann können wir vom Bruch aus das Ganze einmal einschneiden, aber nur so, dass die obere Seite durchschnitten wird, und da, wo dann auf der anderen Seite nicht mehr der Bruch ist, könnt ihr den Ärmel einmal aufschlagen und dann könnt ihr wieder von dem ersten Einschnitt schräg zu dem zweiten Einschnitt rüberschneiden, also so, dass es immer ein Band bleibt, und hier oben könnt ihr einfach wechselnd rechts und links einmal einschneiden, das Ganze ausstretchen und dieses Stückchen auch weiter mit aufrollen. Das ist jetzt noch mein übrig gebliebener Ärmelsaum. Da schneide ich einmal die Naht einfach ab, weil die auch so doppelt und dick genäht ist. Und den Saum schneide ich jetzt einfach in 2 cm breite Streifen zu und stretch sie einmal aus, weil die lassen sich super gut auch für unsere Masken verwerten. So, einmal zwischendurch ein bisschen sauber machen. Es fusselt nämlich doch ganz ordentlich. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Bänder gut durch die Maskentunnel bekommt. Und zwar habe ich dafür einfach ein Hilfsmittel genommen. Das ist jetzt bei mir so ein kleiner Metallstab. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einen Schaschlikstab nehmen. Darauf lege ich einmal so zur Hälfte geklappt das Band und schiebe es dann durch den Tunnel. So könnt ihr das Band dann super einfach durchziehen und euch auf der gewünschten Länge, die ihr eben benötigt, einmal zusammenknoten. Das Jerseyband trägt sich wirklich super angenehm hinter den Ohren. Also vielen Dank nochmal für diesen lieben Tipp aus der Community. Wenn euch die Tipps gefallen haben, gebt dem Video super gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin bleibt mir kreativ, ihr Lieben. Ciao!